Selbstdressur. Das Ideal eines Dompteurs wäre, ein Tier so weit zu bringen, dass es sich selbst dressiert. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Beim Mann verhält es sich anders. Von einem bestimmten Stadium an tut er es. Er ist ja viel intelligenter als seine Dompteuse. Wichtig ist dabei nur, dass er Ziel, Belohnung und Strafe immer vor Augen hat. Wir haben bereits eine Variante dieser Eigendressur in der Idealisierung der Frau durch die Schlagerindustrie kennengelernt. Die beste Möglichkeit zur Selbstdressur bietet jedoch die Werbewirtschaft. Dort idealisiert er die Frau nicht, weil es ihm masochistische Lust verschafft, sondern weil diese Idealisierung für ihn zu einer Frage des Überlebens wird. Nur die Ausbeuterinnen haben genug Zeit und Geld, seine Produktion zu kaufen und zu konsumieren. Um die Frau in seiner eigenen Vorortvilla mit Kaufkraft zu versehen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als ganze Legionen ebenso kauflustiger Frauen in anderen Vorortvillen zu züchten, die seine Produkte kaufen. Er dreht sich dabei in einem Teufelskreis und er dreht sich immer schneller, bis ihm der Atem ausgeht und ein anderer seine Rolle übernimmt. Aussteigen und davonlaufen gibt es nicht. Die Marktforschungsinstitute fahnden vorzugsweise nach unbewussten weiblichen Wünschen, die anderen sind ja längst befriedigt, und verkaufen ihre Trophäen für viel Geld an die Konsumgüterindustrie. Die beeilt sich, die erkannten Marktlücken, als wenn es welche wären, zu schließen. Auch der umgekehrte Weg wird gegangen. Männer produzieren von sich aus einen neuen Artikel, von dem sie sich ausrechnen, dass die Frauen nach einer entsprechenden Werbekampagne Geschmack daran finden könnten. Sie beauftragen dann eine Werbeagentur damit, die Sehnsucht nach dem neuen Produkt zu wecken. Sie muss nicht immer erfolgreich sein. Es ist zum Beispiel in keinem europäischen Land gelungen, Fertighäuser nach amerikanischem Vorbild im großen Stil zu verkaufen. Alle paar Jahre geht wegen dieser kostspieligen Förderung weiblicher Konsumfreudigkeit eine Welle der Entrüstung durch die Reihen der Männer, denn das Klischee von der Frau als Opfer männlicher Ausbeutung ist in ihrem Bewusstsein so stark verankert, dass sie noch bei einem so eindeutigen Beweis ihrer eigenen Ausbeutung mit Blindheit geschlagen sind. Die Frau werde, sagen sie, durch die Werbung manipuliert, ihre Naivität und Gutgläubigkeit, sprich Dummheit, werde in schamloser Weise zu Zwecken der Absatzsteigerung missbraucht. Diese Männer sollten sich doch besser einmal fragen, wer denn hier manipuliert wird, derjenige, dessen verborgenste Wünsche entdeckt, gehätschelt und befriedigt werden, oder jener, der, um sich die Zuneigung des Ersten zu erhalten oder zu erwerben, diese Wünsche entdecken, hätscheln und befriedigen muss. Es galt dem Mann schon immer als höchstes Ziel, die geheimen Wünsche einer geliebten Frau zu erfüllen, von ihren Augen abzulesen, wie es in konventionellen Romanen heute noch heißt. Es ist soweit. Es gibt keinen weiblichen Wunsch mehr, der verborgen bliebe, und fast keinen, der nicht durch entsprechende Anstrengung erfüllbar wäre. Dass so die Frauen notgedrungen immer noch dümmer werden und die Männer immer noch intelligenter, dass sich so also der Abstand immer noch mehr vergrößert, eine Verständigung immer unmöglicher wird, fällt kaum noch auf. Es ist ein biologisches Grundprinzip, dass Intelligenz sich nur im Wettbewerb entwickelt. Die Frau aber steht außerhalb jedes Wettbewerbs. Das Überangebot an Komfort schläfert sie ein und lässt auch die letzten Überbleibsel ihrer geistigen Anlagen verkümmern. Während der Mann gerade wegen des weiblichen Komfortbedürfnisses immer neue Geldquellen erschließen und seine Erfindungsgabe zu immer größeren Leistungen anspornen muss, wird seine von steigendem Luxus umgebene Frau von Tag zu Tag stumpfer und gleichgültiger. Und so wird der Begriff der Weiblichkeit, der bisher einfach nur Gebärfähigkeit und Käuflichkeit bezeichnete, immer mehr zu einem Gütezeichen für Gebärfähigkeit, Käuflichkeit und Schwachsinn. Wenn Marx recht hat und es tatsächlich zutrifft, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, also zum Beispiel die Antibabypille, die Sexualmoral und das Atompatt, die Friedensideologien, dann ist das Bewusstsein der westlichen Frau, deren Lebensbedingungen sich in den letzten 20 Jahren grundlegend gewandelt, verbessert haben, in einem akuten Stadium der Veränderung begriffen. Und diese Veränderung, die nur in der vollständigen Verblödung der Frau enden kann, ist deshalb so gefährlich, weil niemand sie bemerkt. Denn das Image der Frau wird heute nicht mehr von der Frau selbst gemacht, sondern von der Werbung, vom Mann also. Und sobald jemand an ihrem hohen Wert irgendwie zweifeln könnte, stehen 100 zündende Werbeargumente dagegen. Die Frau ist witzig, geistreich, erfinderisch, fantasievoll, warmherzig, praktisch und immer geschickt, sagt die Werbung. Milde lächelnd wie eine Göttin serviert sie ihrer dankbaren Kinderschar das neueste Instant-Getränk. Die Augen ihres Mannes sind anbetend auf sie gerichtet, weil ihm ihr neues Fertiggericht besonders gut schmeckt oder weil sie ihm gerade ein Frotteehandtuch reicht, das durch ein neues Spülmittel noch weicher ist als gewohnt. Dieses Image, das der Mann für den Verkauf seiner Konsumgüter braucht und aus diesem Grund eigens geschaffen hat, wird auf der ganzen westlichen Hemisphäre über alle Massenmedien pausenlos wiederholt und jeden Tag neu gefestigt. Wie sollte da noch jemand auf die Idee kommen, die Frauen seien in Wirklichkeit dumm, fantasielos und unsensibel? Die Frau kann es nicht und der Mann darf es nicht.
Die Frau ist der Kunde, der Mann der Verkäufer. Einen Kunden gewinnt man nicht, indem man sagt, das ist etwas Gutes, das musst du kaufen. Man sagt, du bist großartig. Warum solltest du dich mit minderwertigen Dingen umgeben? Du hast Komfort verdient, er steht dir zu. Der Mann muss also die Frau, abgesehen von allem anderen, auch noch deshalb loben, weil er sie als Kundin braucht. Es fällt auf, dass er sich hier eines ähnlichen Tricks bedient wie die Frau bei der Dressur an ihm, doch leider so, dass er sich gegen ihn selbst kehrt. Sie lobt ihn, damit er für sie arbeitet. Er lobt sie, damit sie sein Geld ausgibt. Wenn er der Frau seines Nachbarn schmeichelt und ihr dabei einen neuen Teppichboden für ihr Wohnzimmer aufschwatzt, muss er damit rechnen, dass der gleiche Nachbar am nächsten Tag seiner eigenen Frau eine beheizbare Badewanne andreht, denn womit sollte er sonst den Teppichboden bezahlen? Der Mann sitzt in der Falle. Er hat sie sich selbst gebaut. Während draußen der Kampf ums Geld immer härter wird, verblödet ihm zu Hause seine Frau und seine Wohnung füllt sich von Tag zu Tag mehr mit jenem Plunder und Schnickschnack, mit dem sie die Verblödung der Frauen seiner Konkurrenten finanziert. Der Mann, der eigentlich das Schlichte und Funktionale liebt, findet sich jeden Tag mehr in einem Gestrüpp aus Schnörkeln und allerlei Zierat. In seinem Wohnzimmer häufen sich Porzellankatzen, Barhocker, Glastische, Kerzenständer und seidene Kissen. In seinem Schlafzimmer sind die Wände tapeziert mit Blümchenstoff. In seinen Schränken stehen 12 Sorten verschiedener Gläser. Und wenn er in seinem Badezimmer einen Platz für seinen Rasierapparat sucht, sind alle Borde belegt mit den 1000 Cremes und Schminkutensilien seiner kunstgewerblerisch bemalten Frau. Dabei ist es interessant, dass man auch ihm fast nur noch solche Produkte verkaufen kann, die irgendwie der Frau zugutekommen. Sportwagen, um Frauen zu ködern, Luxusartikel für die Frau oder Dinge für den Haushalt, also auch für die Frau, der dieser Haushalt de facto gehört. Er selbst ist ja ein Heimatloser, der zwischen einem Büro und einem Bungalow hin und her pendelt. Die Frauen selbst würden ihren Männern von deren Geld gern auch etwas kaufen und sie versuchen es auch, wann immer man ihnen dazu Gelegenheit gibt. Sie schenken ihnen Krawatten, bunte Freizeithemden, Aschenbecher, Brieftaschen, so oft es nur geht. Das Problem besteht darin, dass ein Mann so wenig braucht. Seine Kleidung ist genormt und daher billig, sein Konsum an Speisen und Getränken ist schon im Interesse seiner Leistungsfähigkeit beschränkt und für den Konsum anderer Güter, außer der Zigarette, die er während der Arbeit raucht, hat er keine Zeit. Alle Anstrengungen der Industrie, Männer zum Konsum von Duftwässern, Haarsprays oder farbenfroher, also modisch kurzlebiger Kleidung zu überreden, waren bisher mehr oder weniger vergeblich. Nur sehr junge Männer, deren Arbeitsproduktivität für die Frauen noch ungenügend ist, Reiche, die ohnehin geliebt werden, Künstler, eine Art Amüsiertruppe der Frauen oder Päderasten, gehen nach der jeweils neuesten Dandy-Mode. Es ist zum Beispiel trotz aller Bemühungen der Werbeleute nicht gelungen, den sogenannten Vatertag zu etablieren, während der Muttertag in jedem Jahr für alle Branchen ein glänzendes Geschäft ist. An dem Tag, an dem sie eigentlich gefeiert werden sollten, gehen die Männer bestenfalls für ein paar Stunden in irgendein Lokal und trinken dort in Ruhe ein Glas Bier. Es gibt außer Essen, Trinken und Rauchen nur eine Tätigkeit, bei der der Mann selbstständig konsumiert, nämlich dann, wenn es darum geht, seinen Sexualtrieb zu befriedigen. Es ist daher kein Wunder, dass inzwischen ganze Wirtschaftszweige darauf spezialisiert sind, diesen Trieb auszubeuten, das heißt ihn aufzugeilen und seine ohnehin schon große Lust auf Sex zu vervielfachen. Befriedigen muss er diese Lust dann allerdings zum üblichen Preis bei einer Frau. Da diese Unternehmen selbstverständlich in der Hauptsache von Männern betrieben werden, bedeutet dies, dass der Mann zum Überleben in der peinlichen Lage ist, seine Geschlechtsgenossen selbst aufgeilen zu müssen. Er züchtet deren Lust auf die Frau mit allen irgendwie dazu geeigneten Mitteln und verführt dabei ebenso gründlich wie Alexander Pawlow bei seiner berühmten Dressur am Hund, so wie dieser die Speichelsekretion des dressierten Hundes nicht nur beim Anblick einer Mahlzeit bewirken konnte, sondern bereits auf ein bestimmtes Klingelzeichen hin, kann der Mann die Erektion seiner Geschlechtsgenossen nicht nur durch die Anwesenheit einer Frau, sondern schon durch das Foto eines halbnackten Busens, einen Seufzer auf einer Schallplatte oder einen bestimmten Satz in einem Buch bedingen. Deshalb produziert er solche Anregungen gleich serienmäßig und stellt sie in den anderen Männern gegen bares Geld zur Verfügung. Dieser Mechanismus kommt natürlich nicht nur der Erotika-Industrie zugute, sondern auch noch allen anderen Industriezweigen, die dem Mann für die Frau etwas verkaufen wollen. Denn auch Konsumgüter für Frauen werden ihm mittels attraktiver Frauenbusen leichter verkauft. Er erwirbt ein bestimmtes Buch, geht in einen bestimmten Film oder liest ein bestimmtes Magazin, weil er sich dabei einen Kitzel für seinen Sexualtrieb erhofft. Und ganz nebenbei wird so noch seine Lust auf eine Weltreise zu zweit, ein Wochenendhaus in den Bergen oder einen neuen Sportwagen erweckt. Eines der am besten gemachten Zeugnisse dieser Variante männlicher Selbstdressur ist das amerikanische Herrenmagazin Playboy.
wo dem Mann zwischen wundervollen Busen, die seine Lust entfachen, und hervorragenden theoretischen Abhandlungen, die ihn unterhalten und ihm Gelegenheit geben, sich vor dem nächsten Busen von seiner Erektion zu erholen, abwechselnd teure Autos, Spirituosen, überflüssige Kleidung und Tabakwaren angeboten werden. Auf Frauen wirken solche Magazine gespenstisch. Doch beim Mann scheint sich der Busenkult inzwischen so weit verselbstständigt zu haben, dass ihm jedes Maß für das Groteske seiner Situation abhanden gekommen ist. Die Industrie, die seinen Sexualtrieb ausbeutet, suggeriert ihm so geschickt, dass der weibliche Busen zur Lust des Mannes da ist, dass er darüber ganz vergessen hat, wozu die Frauen ihre Brüste wirklich haben. Die Illusion gelingt hundertprozentig, denn seit der Erfindung des vollwertigen Muttermilchersatzes bekommt er kaum noch ein saugendes Baby zu Gesicht.